Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Let's Play Ultimate Team in FC24. Vielen Dank an EA und auch das Creator Network, dass ich hier bereits spielen kann. Und auch ihr könnt vor Release FC24 bereits spielen, wenn ihr die Ultimate Edition vorbestellt habt. Dann geht es jetzt am Freitag, den 22. los. Mehr Informationen dazu findet ihr in einem Link in der Videobeschreibung. Und in dieser Folge widmen wir uns Rivals. Ich habe ja ab Dienstag spielen können, habe ich auch direkt auch gestreamt. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen habt, gab schon vereinzelt Kommentare, die auch was dazu geschrieben haben. Und hier werde ich euch jetzt die ersten Spiele in der Division 10 dann zusammenschneiden und es wird weitere Eindrücke von mir geben, erste Eindrücke, was ich von dem Spiel halte. Ich werde neue Features ausprobieren, das heißt, das wird alles zu sehen sein. Und am Anfang werde ich noch ein, zwei Packs aufmachen mit Spielern, die ich dann auch spiele. Ich habe eigentlich, glaube ich, keine Spieler für dieses erste Team gekauft, sondern alles das, was ich so hier und da ein bisschen gezogen habe, hat sich dann in diesem Team zusammengefunden. Und am Ende dieser Folge gibt es dann diese Rewards, denn ich habe mich dann zwischenzeitlich bis in Division 7 vorgespielt. Und das wird es dann am Ende geben. Ein paar nette Packs, ich glaube zwei Stück, werden wir gleich mal drauf schauen. Aber erstmal viel Spaß mit dem Zusammenschnitt aus dem Stream. Und jetzt mache ich mal hier dieses Two-Players-Pack. Mal schauen, das sind mal zumindest Goldkarten. Vielleicht hat man ja richtig Glück. Man zieht einen Engländer, LM. Und das ist zumindest ein Premier League-Spieler. Rare ist schon mal auch nice. Es ist Ramsey. Der eigentlich auch ganz nett aussieht für eine ZM-Position. Wir können mal kurz schauen, ob er auch da. Er hat eine ZM-Position, auch als alternative Position. Das trifft sich gut. Um damit möglichst Spieler zu kaufen, die noch günstig sind. Aktuell ist aber das Problem, macht es gar nicht so viel Sinn, weil das ist eine richtig starke Torhüterin jetzt für diesen Zeitpunkt. Ist ja mal übertrieben gut. Du solltest die Points verziehen. Ja, aktuell macht das aber, glaube ich, noch nicht. Ist es egal, weil ich kann mir eh nichts Sinnvolles kaufen, weil der Markt einfach noch nicht richtig beflutet ist quasi. Stendex. Oh, stimmt. Ich muss ja auch noch Squad Battles spielen. Damit können wir heute anfangen. Okay, wir ziehen den Spieler von Tottenham. Madison. 84. Der hat sogar einen Playstyle Plus. Stark. Ich weiß nicht, welcher das ist. Aber es ist ein Playstyle Plus. Was echt besonders ist. Ich kann noch nichts machen. Playstyles 5. Ja. Okay. Danke. Es ist Dead Ball. Oh, er ist quasi ein ruhender Ball-Experte. Darüber reden wir nicht. Aber schön, wir haben nun hoffentlich jetzt eine bessere Con. Schön. Ja, da geht doch was. Boom! Nice! So, das ist Precision Shooting. Da kann man dann auch 6 Meter vom Tor easy, ohne Probleme, 3 Meter vorbeischießen. Und sich ärgern. Das ist ein tolles Feature. Ich bin gespannt, was mein Resümee sein wird zu Precision Shooting. Weil, ja, schwierig, ne? Dass ich den so deutlich neben das Tor geschossen habe. Ah. Ich mach mal jetzt hier Control Sprint. Gut, das ist natürlich jetzt auch mein Bronzespieler. Das ist hier Control Sprint. Ich glaube, in dem Moment hat das jetzt nicht so den Unterschied gemacht, aber sah nicht ungefährlich aus, würde ich sagen. Es ist halt ein ganz anderes Tempogefühl und Ballkontrolle, wie man es halt vom normalen Sprint bekennt. Auch eine schöne Statistik. Schöne Einblendung. Auch hier Control Sprint mal ein bisschen am Einsatz. Und das meine ich halt. Es ist halt einfach dieses Control Sprint
Es ist so ungewohnt vom Timing her. Das habe ich probiert und auch auf einem Video bei The Guide zum Ausdruck zu bringen. Es ist so ungewohnt vom Timing, wie die Ballkontakte sind, wann er den nächsten nimmt, wie schnell er dabei ist und so weiter. Das ist unangenehm. Insbesondere am Anfang wird das unangenehm sein zu verteidigen. Ich probiere es jetzt nochmal gerade hier. Man sieht das, ne? Also. Jetzt holen wir mal den Außenverteidiger hinzu. Jetzt machen wir die Flanke hier. Ach, schade. Ja, also das Spiel war jetzt schon mal ein bisschen anders gelaufen. Gegner hat jetzt zur Halbzeit das Spiel verlassen. Was ist dein erster Eindruck? Das ist jetzt mein viertes Spiel. Ich habe eins mit Ultralags gemacht. Ich lerne das. Oh, what? Der hat schon. Der hat. Hä? Der hat einen Hero am Start? Mit Riese? Ja, moin. Also, hier sieht man es. Control Sprint. Ja. Ja. Jetzt gehen wir mal richtig. Ah. Boom! Und da ist das 1:0. Seitfallzieher. Easy peasy. Van de Sanden. Van de Sanden mit dem Seitfallzieher. Und jetzt hier Käser. Control Sprint. Zap. 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 Und nochmal rein. Ah, schade. Da hätte ich dann wahrscheinlich auch loslassen müssen. Oh, schade. Control Sprint. Ja, schöner Ball. Auf Madison. Das ist jetzt nicht mein Stürmer. Madison. Boah, also der Mata. Oh ja. Partial Team Press, meine Freunde. Hat sich jetzt gerade im ersten Moment stärker angefühlt. Das war nur eine Balleroberung mit Partial Team Press. Und mal, oh, ich sag gleich, lass mich erstmal kurz den Gedanken zu Partial Team Press zu Ende führen. Doppel-R1 aktiviert hier Partial Team Press und die Balleroberung von Kunja war nur dadurch getriggert. Oh oh. Boah, Pfosten. Wir sollten aber hier auf ein 3:0 oder auf 3 Tore vorgehen. Ich probiere nochmal Control Sprint. Ah, und das ist Precision Shooting, dass ich da jetzt daneben geschossen habe. Ich glaube, da habe ich eine gute Chance, wenn ich nicht mit Precision Shooting schieße, dass ich den reinmachen kann. Sehr schön. Nice. Da ist der dritte Treffer. Und ich weiß nicht, ob der Gegner jetzt schon in Rage Quit kommt. Oh. So, da war ein Spielerwechsel. Upsala. Da war ein Spielerwechselfehler von mir. Wo ich mir hoffen würde, wenn ich die richtige Sensitivität eingestellt habe, dass das nicht passiert. Aber das ist ein Spielerwechselfehler, der mir auch so in FIFA 23 viel passiert ist. Oh, schöne Ballrolle. Wird er jetzt hier spielen können? Na, er läuft einfach durch. Uiuiui, die Torhüterin tut sich da jetzt aber gerade schon ein bisschen schwer. Der Schuss fand ich jetzt nicht so platziert. Glück gehabt, auch nicht so sonderlich schön rausgespielt. Also wenn wir jetzt richtig abgewichst sein wollen, dann spielen wir hier eigentlich die Zeit runter, aber machen wir nicht. Boom! Nice, das ist die Entscheidung. Ich wollte natürlich eigentlich direkt mit der Flanke nach oben spielen. So, da kommt wieder der Anschlusspack. Hui! Hui! Das ist so geil. Das ist so geil. Ah, bitte mal auf... Oh, jetzt habe ich auch den anderen Kommentar gesehen. Bald Fraud FC. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie Bateson, aber er hat schon auch einfach zwei Evolutions-Spieler am Start. Das ist okay. Mir gefällt mir das Kartendesign dieser Evolutions-Spieler nicht so wirklich. Control Sprint, schön. Ah, ich habe leider den Moment für den Pass verpasst. Elva! Elva! Okay. Hat er.
Okay, wir haben aber Madison als Deadball Specialist. Habe mich jetzt da nicht getraut, den Ball zu spielen, weil das wäre der nächste dumme Fehlpass einfach gewesen. Nice. Auch, dass ich das Tor getroffen habe. Hört sich jetzt doof an, aber ich habe Precision Shooting drinne. Und da bin ich halt echt unsicher, ob ich aus solch... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Pfeiler nicht auch nicht gezeigt hat, dass ich neben das Tor schieße. Das ist auch das, was mich so ein bisschen verunsichert. Und da fehlt mir noch so ein bisschen das Gefühl dafür, wann es auch wirklich dazu führen wird, dass ich wirklich so deutlich neben das Tor vorbeischieße, wie es jetzt teilweise schon der Fall war. So, jetzt sehen wir nochmal Käse an, können wir... Genau, doch rot bekommen, sehe ich gerade. Habe ich fast den Player doch verkackt, aber ich habe ihn glücklicherweise noch rechtzeitig rausgenommen. Also sehr kraftvoll. Ach man, ich wollte jetzt, ich hätte mal einen Precision Pass probieren können. Habe ich mich jetzt nicht getraut, ins rechte Eck zu schießen, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich nicht Precision Shooting hätte, aber jetzt... Also vielleicht overrate ich auch noch das Precision Shooting ein bisschen vom Impact her und dass ich mir zu wenig zutraue. Aber ich finde es in diesen Spitzenwinkeln echt... Das nimmt dir dein Vertrauen, wenn du auf einmal dann 2 Meter am Tor vorbeischießt. Der kostet safe nichts. Wir können gleich mal gerne nach Zaha schauen. Problem ist, glaube ich, was ihr gerade einfach unterschätzt. Man denkt so, oh, jetzt kann man sich ja jeden Spieler für nichts kaufen. Kopfbälle sind sick. Kopfbälle fühlen sich echt stark an, finde ich. Also die kommen echt gut aufs Tor. Und aber das liegt auch daran, dass der Kanal halt irgendwie 200, also jetzt aktuell 250.000 Abonnenten hat. Also ich weiß nicht, wann er die rote Karte bekommen hat, aber das Ergebnis kann man jetzt hier auch nicht überbewerten. Oh. Ah, ich will mal diese Control, nicht die Control First Touch, sondern... Probier nochmal eine Flanke. Also Flanken, ich habe jetzt echt noch nicht viele Flanken gemacht, ne? Aber die Flanken, wenn du einen Spieler frei hast und dann halt die Verwertung auch über Flanke, ist bis jetzt funktioniert gut. Ui, das war ein Schuss. Aber war mit Precision Shooting vielleicht auch unsauber geaimt. Okay, Freunde, das war jetzt dann eine kleine Siegesserie, die wir hinlegen konnten. Seitdem ich nicht mit 90 Ping und Packet Loss spiele, waren es dann auch ein paar Siege. Und damit, also 3 Stück jetzt, haben wir den ersten Aufstieg gesichert in die Division 9. Und da wird es langsam... Unangenehm. Nein, keine Ahnung. Ich werde jetzt, glaube ich, aber dann hier mal zumindest vielleicht auch mal 1-2 Packs aufmachen. So, und jetzt kommen wir zu den Rewards. Und ich habe mich dann in Division 7 vorgekämpft. Und das war vor allem gegen einen Spieler. Und wenn ich dem Twitter-Post glauben kann, dann ist das Jadon Sancho gewesen. Und gegen den habe ich nicht nur einmal gespielt, sondern 5 oder 6 Mal. Wirklich 4 Mal hintereinander. Und dann habe ich ihn, glaube ich, nochmal bekommen. Wir waren irgendwie nicht so viele Spieler in der Division 8 und dann wirklich, Match war fertig, ich habe wieder neu gesucht und ich habe wieder den gleichen bekommen. Und er hat ein sehr, sehr gutes Team. Aber das ist eine Story für sich. Wir kommen jetzt zu diesen Belohnungen hier. Wir gehen mal drauf und dann werden wir uns jetzt erstmal aussuchen müssen, die ersten Rivals Rewards. Und es gibt ja keine Rewards mehr, die einfach nur Münzen haben. Es gibt die hier, da gibt es Untradable Packs und 12.500 Münzen. Ich glaube aber, es ist sinnvoller, hier auf diese Tradable Packs zu gehen. Klar, 12.000 Münzen sicher haben ist auch nicht verkehrt, aber lieber hier vielleicht die Option zu haben, einen richtigen Banger zu ziehen. Auch wenn es, glaube ich, nicht so wahrscheinlich ist. Ansonsten hier Untradable Packs, aber es gibt halt nicht mehr diese Belohnung, also schon länger nicht, wo es nur Münzen gibt. Die gab es ja vorher, das wäre jetzt wahrscheinlich meine Option gewesen. Hier nehme ich dann die Tradable Packs und da werden wir uns jetzt dem Ganzen widmen. Wäre jetzt auch ein bisschen blöd gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, jetzt kommen hier die Rewards und das sind einfach nur Münzen. Nein. Also jetzt hier 2 Packs und warte mal. Ich wurde nicht zurückgesetzt.
Ich weiß nicht, ah nee, das Zurücksetzen kommt ja auch nicht wochenweise. Da war ich jetzt gerade ein bisschen lost. Nee, nee, das ist ja nicht wochenweise, sondern das passiert ja nur, wenn eine Saison vorbei ist. Warum gehe ich auf Transfers? Da will ich ja gar nicht hin. Ich will auf den Store, denn dort sind jetzt Packs und ich habe jetzt, glaube ich, noch ein paar andere Packs hier so. Die mache ich natürlich nicht auf. Ja, es sind einfach alles, die muss ich mir irgendwann mal in Ruhe aufmachen. Nicht jetzt mit euch zusammen. Also, jetzt hier ein Premium Gold Players Pack. Mal schauen. Ich erkenne jetzt noch nicht, das wird vielleicht, ich hätte jetzt gesagt, ziehe ich, aber Stürmer passt da nicht wirklich. Enyesiri. Wenn er so ausgesprochen wird. Aber ich weiß, wer es ist. Enyesiri. 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 Ja, könnte ganz interessant sein, weil ich den Eindruck habe, dass aktuell Kopfbälle ja schon ziemlich stark sind. Und ich glaube, er ist ein Kopfballspezialist. Er hat 92 Jumping. Wie groß ist er? 1,88. Und hat er auch einen entsprechenden Playstyle? Ja, nicht in Plus. Okay, und ansonsten Rafael Guerrero. Nichts wirklich Besonderes dabei. Die kommen alle auf die Transferliste. So, und jetzt kommen wir zu dem Megapack mit 30 Items. Ja, ich brauche nicht beschreiben, was in dem Megapack alles drin ist. Wir schauen mal rein, was in meinem ist. Brasilien, RW, Malcolm vielleicht? Oder ne, Rafinha wird das sein. 84, glaube ich. Es ist Rafinha. Ist er eine 84? Das ist eine sehr, sehr schöne und starke Starterkarte. 86 Dribbling, 91 Pace. Solides Schießen und Passen. Das ist schon mal nicht verkehrt gewesen. Insigne noch dabei, Mitoma aus der Premier League. Bei Rafinha schauen wir mal ganz kurz hier nach. Oha! 28.000 Münzen hier gerade. 30.000, sowas um den Dreh. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Das ist sehr, sehr nice. Das ist richtig gut. Und ansonsten, ich glaube, bei den Spielern wird jetzt hier nichts groß, was damit dabei sein. Wir haben sogar einen Doppelten. Oh, Ordóñez. Wir haben eine Draft-Token. Geil. Lösen wir direkt ein. Manchester City Badge. Können wir auch nochmal kurz nachschauen. Findet man nicht. Das hat aber nicht so viel be zu bedeuten. Ich stelle es trotzdem einfach mal für 4.000 und 5.000 drauf. Wird wahrscheinlich gerade nicht gekauft werden. Die können wir abstoßen. Und ja, das waren jetzt die Rewards, das war die Folge, wenn es euch gefallen hat. Und generell, das hätte ich eigentlich am Anfang sagen sollen und wollen. Wenn ihr gerne mehr von FC24 sehen wollt, dann gerne hier abonnieren und regelmäßig reinschauen. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, den Draft-Token, das ist eine gute Überleitung, denn das nächste Video, die nächste Folge, wird dann auch mein erster Draft in FC24 sein. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann gerne abonnieren, Glocke aktivieren und einfach beim nächsten Video mit reinschalten. Das war's von meiner Seite. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.